This is my seat. It's not like every other seat in the world. It's special, man. It's special. This beauty is called the Ibiza. You know why? Because it has the summer spirits of Ibiza, baby. When you drive it, you feel the summer breeze of the fucking, I don't know, Spain or some shit. And that's not all, motherfucker. You know what's in there? Check this out. Whoa! This is a 800 watt bass machine and it blasts your fucking ears out, man. This shit's crazy. And for backup, I have this machine from Logitech. Man, this thing fucks. But let's stop talk outside and get wet, man. Let's get in the fucking insides, man. Let's go. Welcome to the inner circle, my fucking command center. Yeah, this is where I drive. This is where I play music. This is my control room. And yeah, of course I drive manual. I don't give a fuck about all this automatic bullshit, man. The only fun comes from stick shift, man. And I like to shift my stick, man. Yeah, this thing is broken, but fuck it, man. I always drink from this shit. I don't need to put it in. I always have something to drink, man. And of course, if you need a fresh breath for the ladies when I roll up with this shit, yeah, man. But you probably wonder, how does the sound machine even sound? And I'm gonna show you, man. I'm gonna show you. You may ask yourself now, if this car is so perfect, what is wrong? Let's go, man, I'm gonna show you. There's a problem with all these European cars, and it's the fucking rust, man. Do you see this big fat sploosh of fucking rust? Oh! What the fuck? What the fuck, man? All right, listen up, y'all. We about to throw some serious shade on our homie here in Germany with this busted ass 2002 Seat Ibiza. You know the color of that thing? Sombra Grease, or as I like to call it, 50 shades of fucking lust. Man, homie's ride looks like it just crawled out of the scrapyard. And man, he's about to say it's all about that Spanish vintage vibe. Dude, all I can see are wheel arches auditioning for the next Rust documentary. And while he's over there wondering where all the f*** he's at, let me break it down for y'all. Even if he tries to pimp that Ibiza, it's still gonna be stuck in the past, like yesterday's news. Bruh. Maybe he should drop that rusty ride and catch the next flight over here to Japan, where my roadster's running the show, and rust ain't even in the dictionary. And that's why I'm gonna do something against the rust, man. I have to do it because in Germany we have the TÜV, and if the TÜV sees this, man, I'm fucked. I'm broke, man. So please, please, Siemens 1337, help me, man. You gotta help me with my car, man. Jo, ich habe gehört, ein Bruder mit seinem Seat ist in Not. Deswegen bin ich heute gekommen, um diesen fucking Rost heute den Krieg zu erklären. Hier haben wir das gute Schmuckstück Ibijan. Und wir gucken mal, was wir so machen können. Hier haben wir das Ding, dieser ekelhafte Rostfleck. Ja, komm, ich zoom mal ran, ja. Das... Ja, und der sollte auf jeden Fall bis zum nächsten TÜV weg sein. So, wir fangen einfach mal damit an, dass dieser wunderschöne Rostfleck einfach mal ein bisschen, ne, der muss trocken sein. Da darf nichts dran sein. Ich habe auch Schleifpapier mitgebracht, ja. Das liegt bei mir schon irgendwie seit 5 Jahren in der Wohnung rum. Jetzt gucken wir mal, ne, wir müssen das hier mal so ein bisschen abschleifen. Hier mal gucken, was da drunter los ist. Unter den Blasen hier verstecken sich ein paar ziemlich echt krasse Roststellen. Also es ist ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Da das rostet auch schon seit Ewigkeiten, seitdem ich den habe, und da ist einfach nur noch schwarz. Man sieht hier aber schon, hier sind noch ein paar Roststellen, aber da kommt schon langsam das Metall überall durch. Ob wir es komplett runterkriegen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ohne hoch.
ohne Schleifmaschine. Ah ja, wir gucken einfach mal, wie weit das noch geht. Aber man sieht unter anderem auch schon hier auf den Papieren hier, wie viel Rost da schon dran hängt, ja, wenn man da ein bisschen abwischt. Also mit dem 40er klappt das schon ganz gut. Da kommt jetzt auch ordentlich was ab und die Blasen hier öffnen sich alle. Aber mit dem ganzen Rost hier kommt auf jeden Fall das Metall durch. Ach du Kacke. Da ist kein Metall mehr. Scheiße. Oh. Ich bin gerade am überlegen, ob man das irgendwie spachteln kann. Ja, also es muss ein Riesenbereich sein. Ne? Der geht hier wahrscheinlich so komplett. Ist das durchgerostet? Man merkt genau, wo hier noch Metall ist und wo Rost ist. Also hier ist komplett weich. Es lässt sich alles einbiegen hier. Hier ist fest. Aber ab hier. Ich wollte eigentlich hier schön. Scheiße. Rostschutz und Haftgrund. Ich glaube, wenn ich da 50 Mal drüber spray, dann hat man vielleicht so ein bisschen eine Grundbasis, ja, aber. Ich glaube, mit ein bisschen Neulackieren wird das nichts. Ich glaube, ich muss hier echt irgendwie anders ran. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? Nichtsdestotrotz will ich trotzdem einmal drüber sprayen, damit es nicht so aussieht. Ich habe deswegen eine blaue Plastiktüte mitgebracht, die ich jetzt einfach mal zerschneiden werde. Signalwort Gefahr, extrem entzündlich, Behälter unter Druck, Hautreizung, schwere Augenreizung, kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, schädlich für Wasserorganismen, Kinder, ja, ja, alles klar. Gut, sprayen wir da einmal drüber, oder was? Alright. Die einen oder anderen würden sagen, das war jetzt ein bisschen too much. Stunden und ich erkundige mich mal, was ich da so noch machen könnte, um dieses halbe Loch zu stopfen. Geil. Eine Ewigkeit später. Yo, willkommen zurück zu Pimp My Rostkarre. Es ist jetzt nicht der nächste Tag, sondern es sind jetzt seit dem letzten Mal 4 Tage vergangen. Ich weiß, es ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, dazu aber in meinem nächsten Kanal-Update mehr. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir den Rostfleck hier weiter bearbeiten. Und zwar habe ich mich seit dem letzten Mal kundig gemacht und bin am selben Tag dann noch zum Baumarkt gegangen und habe mir da tatsächlich Spachtel gekauft für die Stelle hier. Wir werden jetzt nämlich diese dreckige Rostarschritze heute richtig zuspachteln, ja. Ich habe mir gedacht, es war ein bisschen eine dumme Idee, das jetzt schon zu grundieren. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Rost, soweit es geht, wirklich abzuklopfen und abzutragen. Ich habe auch keinen Rostentferner gekauft, weil das war mir dann ein bisschen zu teuer. Der eine oder andere würde sagen, okay, das ist dann aber Pfusch, aber ich muss damit nur durch den nächsten TÜV kommen. Und dann habe ich TÜV für die 2 Jahre und bis dahin bin ich dann auch mit meinem Studium fertig, habe dann hoffentlich einen guten Job und kann mir dann auch vielleicht Neuwagen sogar finanzieren, ja? Schade um den Seat, der ist nämlich echt cool, aber solange müssen wir jetzt eben noch hier was machen. Alright, dann ziehen wir das hier mal ab. Ja, ich habe es ein bisschen überklebt, während ich damit auf der Autobahn gefahren bin. Aha, bisschen Grundierung gleich mit abgezogen. So, ihr fragt euch vielleicht, was habe ich mir jetzt alles geholt? Ja, ich habe hier einmal Glasfaserspachtel geholt, falls das doch ein bisschen tiefer geht noch. Dann habe ich mir noch einen Füllspachtel geholt für die Oberfläche. Und an Farben habe ich hier von AF Design, Rostschutz und Grundierung. AF Designs, keine Werbung dafür, das war einfach so das beste Angebot, was ich auf Amazon gefunden habe. Mit Autolack für das Auto hier, das ist genau der Farbcode. Und noch ein Klarlack natürlich. Wie viel das alles dann am Ende gekostet hat, die Reparatur hier, erfahrt ihr dann am Ende vom Video. So, jetzt habe ich hier erstmal so einen kleinen, ja, das ist eigentlich zum Schrauben reindrehen, aber ich benutze den jetzt hier einfach mal als Meißel und dann trage ich hier überall, wo das Material noch weich ist und diese Blasen zu sehen sind, da trage ich den Rost jetzt noch ab. Man sieht es schlecht, weil das auch komplett verrostet ist, man sieht kaum Unterschied, aber darunter ist so eine Art Schaumstoff. Und dieser Schaumstoff ist auch schon mit oxidiert. Meine Vermutung ist halt, durch Salzwasser, durch Regen ist hier was in die Zwischenlücke reingegangen und dann da drin oxidiert und wurde dann zu Rost. Wie gesagt, diesen Bereich hier abtragen ist relativ groß, aber es ist einfach, das nachzumodellieren. Hier unten an der Kante, das ist noch relativ stabil. Ich will auch nicht die Kante hier unten abtragen,
weil ich will nicht zu viel modeln, ich bin kein Karosseriebauer, deswegen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt eine relativ große Fläche abgetragen. Ab hier fängt dann nur noch Metall an. Man sieht es ja auch an ein paar Stellen. Hier, da wo es so ein bisschen shiny ist, da ist Metall. Hier unten haben wir zwar noch ein bisschen Rost, aber an die Ecke werde ich mich nicht ganz so trauen. Weil man hier sicher noch mal ein bisschen abklopfen kann und gucken kann. Hier, das ist alles Moosgummi, der halt auch schon oxidiert ist. Dann ist hier irgendwie eine freie Fläche, darunter ist Metall. Das hat nichts, wie es aussieht, oder ist das Metall? Es ist nicht komplett durchgerostet und auf der anderen Seite ist auch nichts, da wo der Radkasten ist. Okay, ja, Plastik kann sowieso nicht rosten, also alles easy. Ich habe jetzt hier ein paar scharfkantige Metallecken und die werde ich jetzt noch ein bisschen abschleifen. Hier die ganzen glänzenden Kanten, hier ist nur noch Metall, kein Rost mehr. Zumindest nicht wirklich offensichtlich. Hier sind noch so ein paar Rostflecken. Da würde ich jetzt noch mal mit dem 80er drüber gehen. Alright. Ja, jetzt habe ich hier wirklich sehr viel gemacht. Tatsächlich wünsche ich mir jetzt doch so ein bisschen so einen Rostentferner oder so einen Rostumwandler. Weil hier sind noch so ein paar kleine Stellen, die könnte man jetzt noch behandeln. Aber hier steht auch Rostschutz drauf. Ich vertraue einfach mal, dass die Grundierung da so ein bisschen dann nochmal hilft. Und ich weiß, da draußen gibt es jetzt wahrscheinlich ein paar Hobby-Kfzler, die das angucken und sagen, aber man sollte das wirklich schon komplett richtig und komplett machen. Ja, wie schon gesagt, ich will damit nur durch den TÜV und dann ist gut. So sieht das Ganze jetzt vom Namen aus. Hier dieser komische Moosgummi. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Glasfaserspachtel draufhauen. Auf. Oha. Das sieht ja interessant aus. So sieht das Ganze aus. Und jetzt soll man, zumindest habe ich das jetzt öfters online gesehen und gelesen, man soll eine golfballmäßig große Masse nehmen und ein erbsengroßer Klecks von Härtungsmittel. Sieht ein bisschen aus wie Nutella, nur in Grau. Ich würde sagen, das ist schon eine golfballmäßig große Sache. Na, warte, war's das schon? Da ist halt wirklich nur so ein Klecks rausgekommen. Es ist eigentlich erbsengroß. Boah, jetzt wäre fast ein bisschen härter auf meinen Schwanz gekommen. Und jetzt muss man das irgendwie vermischen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das gut durchgemischt ist oder nicht. Die Sache ist halt auch die, wenn das einmal jetzt gemischt ist, dann wird das relativ schnell hart, wenn der Härter damit zugegeben ist. Und zwar innerhalb von 5 Minuten oder so. Das heißt, ich sollte mich dann jetzt auch gleich beeilen. Oh ja, ich glaube, das wird schon ein bisschen härter. Alright, alright, dann beeile ich mich jetzt mal. Ich verkacke hier gerade übel. Digga, ich will doch nur ein bisschen... Alright, weißt du was? Ich klatsche das jetzt einfach mal so drauf. Alright. Hier in das Loch muss auf jeden Fall was. Okay, das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Das ist halt wirklich sehr zähflüssig und zieht auch so Fäden. Klar, ist ja Glasfaser, ne? Ich muss auch aufpassen, dass das nicht auf meinen Händen kleben bleibt. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen rummodelliert und gebastelt und ich finde, das erste Ergebnis lässt sich ziemlich gut sehen. Ich habe das hier jetzt relativ gut füllen können. Ich habe hier außenrum noch mal alles so ein bisschen weggekratzt und geguckt, dass es eine gleichmäßige Fläche ist. Hier sind zwar noch so ein paar Einkerbungen drin, aber die werden dann mit dem Füllspachtel gemacht. Und jetzt verstehe ich auch, warum es Glasfaserspachtel gibt und nochmal Füllspachtel, weil das Zeug ist echt zäh. Ich würde sagen, wir warten, bis das ausgehärtet ist und dann kommt der Füllspachtel drauf, dann wird grundiert und dann lackiert. Eine Stunde später. So, 1,5 Stunden sind jetzt vergangen. Ich habe, wie ihr seht, nochmal ein bisschen hier nachgeschliffen und jetzt haben wir hier eine schöne Oberfläche, die natürlich hier noch so ein paar Kerben hat. Wenn ich jetzt so dagegen drücke, ist das an manchen Stellen noch ein bisschen weich. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, Glasfaserspachtel ist nicht der härteste. Und darunter haben wir ja noch dieses Moosgummi-Zeug. Das soll jetzt der Füllspachtel richten, der ziemlich härtend sein soll. Und damit will ich jetzt diese ganzen kleinen Einkerbungen wegmachen. Wenn ich hier so von der Seite gucke, eine Fläche zum Auftragen, das sollte also kein Problem sein. Beim Lackieren muss ich jetzt eine etwas größere Fläche nehmen, weil hier jetzt auch überall diese Schleifspuren sind. Für den Kfz-Kenner, für den Hobbymechaniker, für den
Karosseriebauer ist das vielleicht eine komplette Halbkatastrophe, die ich hier verarbeite. Aber ich finde, dafür, dass ich das zum... Alter, zack. Dafür, dass ich das zum ersten Mal mache, finde ich es nicht schlecht. Dann ist das Ding offen und dann haben wir hier... Oh, das sieht aber lecker aus, ne? Wie so ein leckerer Pudding, ne? Oh, dann würde ich sagen, schmieren wir den Scheiß jetzt mal drauf. Ich habe auch das Gefühl, die Spachtel hier sind ein bisschen zu weich. Spachteln will definitiv geübt sein. Das Zeitfenster war jetzt ein bisschen zu kurz, bevor die Härtung eintritt. Das sieht jetzt alles sehr, ja, unsauber aus. Da muss gleich geschliffen werden und dann muss ich, glaube ich, nochmal eine Ladung drüber spachteln. So, das Ganze ist jetzt schon trocken nach, ich glaube, nicht mal 20 Minuten oder so. Ja, das ist gut. Das ist echt gut, weil das mir relativ schnell getrocknet ist und dann relativ schnell an den Spachteln festgetrocknet ist, wurde das auch ziemlich uneben, als würde man mit so Steinchen durchziehen. Das war natürlich jetzt nicht so optimal. So, wir haben jetzt hier eine ziemlich glatte, ebene Fläche. Hier sind nur noch diese einzelnen kleinen Kerben drin. Und die will ich jetzt mal noch rausbekommen. Ich habe hier mittlerweile auch gut was vom Lack abgeschliffen. Leider auch hier oben so in die Richtung. Das heißt, dieser ganze Bereich hier wird neu lackiert. Wie ihr seht, ich habe hier schon großzügig abgeklebt und habe jetzt hier noch mal ein bisschen geschliffen. Jetzt sind zwar noch so ein paar Kerben drin, aber ich finde, man spürt die kaum und ich glaube, optisch wird das auch kaum einen Unterschied machen. Deswegen, ich werde jetzt hier einmal großzügig grundieren und ja, dann geht es morgen weiter, wenn die Grundierung getrocknet ist. Alright, die Fläche ist grundiert, stinkt wie Sau und tatsächlich sieht man hier nur noch so, ja, drei ganz minimale Einkerbungen, also dann wird morgen fertig lackiert. Heute ist ein richtig schöner sonniger Tag, perfekt, um dieses Projekt endlich fertig zu machen. Ja, die Grundierung ist getrocknet, sieht auch ganz gut aus. Man sieht hier noch so ein paar leichte Einkerbungen. Ja, der Profi wird jetzt sagen, ey, da gehe ich nochmal mit dem Spachtel drüber, um das auch wirklich komplett auszumerzen. Aber ich persönlich will das Ding einfach nur noch fertig kriegen, lackieren. Ich werde jetzt hier von der Grundierung die Kanten noch ein bisschen abschleifen. Auch die Grundierung muss noch ein bisschen angeschliffen werden. Und dann kommt der Lack drauf. Alles klar, fangen wir an. So, damit sich hier jetzt keine hässlichen Kanten bilden, habe ich das noch mal ein bisschen großflächiger abgesteckt. Und dann schauen wir mal, wie die Farbe so wirkt. Ich habe das Geheimnis herausgefunden, einfach längere Pausen zwischen dem Auftragen und dann wird es schön gleichmäßig. Alright, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen versucht, Übergänge zu machen. Das sieht soweit jetzt ganz gut aus. An zwei Punkten ist es ein bisschen dicker aufgetragen. Ja, das wird jetzt, ja, ich will jetzt nicht mehr viel rumfuschen. Allgemein finde ich aber, es sieht solide aus. Ja, es ist in Ordnung. Es ist halt nicht von einem Profi gemacht, ist klar, ne? Das trocknet jetzt auch. Man sieht auch, es passt sich von der Farbe her an. Es wird jetzt noch mal ein bisschen heller. Und ja, dann lasse ich das Ganze jetzt mal noch eine Weile trocknen und dann geht's los mit dem Klarlack. Der Lack ist jetzt getrocknet, das heißt, jetzt kommt der Klarlack drauf. Der Farbton ist tatsächlich jetzt eine Spur dunkler, aber man muss auch bedenken, die Karre ist jetzt 22 Jahre alt. Die stand im Sommer oft auch draußen in der Sonne und dementsprechend ist es klar, dass der normale Lack irgendwann mal ein bisschen ausbleicht. So, ich hau jetzt noch ein bisschen Klarlack drauf. Und dann ist das Ding fertig. Alright, der Rost ist weg, das Loch ist gestopft, der Lack ist drauf. Jetzt ist nur die Frage, was sagt unser Kunde dazu? Hey man, as you know, your car was pretty rusted up, but hey, yeah, we could fix it, well, at least we, yeah, could do, man, something about it. It's not perfect. What do you mean it's not perfect? I need a perfect ride, man. But it needs to get through the tooth with it. All right. I trust you, man. All right, are you ready, man? Yeah, sure. All right, because here is your new ride. Oh, shit!
man! This is crazy, man! Holy fuck, it's so well made, it's like it's never been there, man! I swear to fucking God, man, this shit is crazy, man! Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie viel hat mich das Ganze jetzt gekostet? Mit dem Lack, mit dem Spachtel und mit allem drum und dran waren das jetzt insgesamt 35 Euro. Ja, mehr war das Ganze nicht. War also eine relativ billige Reparatur, wenn man sich überlegt, wie viel das wahrscheinlich bei einem Karosseriebauer kostet. Das letzte Mal, dass ich überhaupt was gespachtelt habe, ist irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile 10 oder 11 Jahre her. Und sonst habe ich noch nie irgendwelche Karosseriebauten gemacht. Dafür finde ich das Ergebnis aber gut und damit kommt man safe durch den TÜV. Thank you, Siemens 3347, for fixing my ride! Yeah! Get some, motherfuckers! Yeah! Ja, hallo, ich hätte gern ein Happy Meal und eine Cola. Aber Zero.